Gerade noch Trainingsauftakt und schon das erste Testspiel. Wir sind heute hier in Geisenheim und spielen gegen den 1. FC Kiedrich. Die haben dieses Testspiel im Rahmen der Clubpartnerschaften gewonnen. Also für einen Kreisoberligisten ein Riesenhighlight, hier gegen Mainz 05 zu spielen heute. Ich habe mir sogar sagen lassen, dass die Spieler extra einen Bus gemietet haben, um hierher zu fahren, nur fürs Feeling. Also, das wird das Spiel ihres Lebens hier für viele. Und für einen aus unserer Mannschaft ist das auch ein ganz besonderes Spiel. Und zwar für Robin Zentner. Und warum? Das finden wir noch raus. Die größte Herausforderung war, wir wussten überhaupt gar nicht, wie viele Zuschauer kommen und wie kalkulierst du sowas an Personal, an Mengen. Aber ja, ich denke, wir haben es gemacht und bin richtig stolz auf ganz, ganz viele helfende Hände. Ja, ich wohne seit 2,5 Jahren in Kiedrich und bin da auch sehr glücklich und natürlich ist es dann was Besonderes. Für diese kleine Gemeinde so ein tolles Spiel. Also für den Verein ist es auf jeden Fall ein Riesenereignis. Die Kinder werden mitgenommen und die Fußballbegeisterung steigt extrem natürlich. Man hat natürlich gesehen, dass wir Lust haben, Fußball zu spielen, dass wir Lust haben, Tore zu schießen. Ich fand, was wir echt gut gemacht haben, war, dass wir dann im richtigen Moment den Hebel umgelegt haben und dann mit Tempo nach vorne gespielt haben. Den Torwart, den Marcel, den kenne ich glaube ich schon 15 Jahre oder so. Also hat sich sehr gut gemacht, muss ich sagen, hat sehr gut gehalten und noch eine höhere Niederlage verhindert. Im Endeffekt war es dann für mich doch zweistellig. Nicht ganz mein Ziel gewesen, aber war ein schönes Gefühl, absolut. Ich glaub, man trifft sich immer mal wieder im Rheingau, er wohnt ja auch in Kiedrich. Und ja, da sucht man auch natürlich mal das Gespräch mit einem Profi, den einen oder anderen Tipp abholen, vielleicht nochmal ein Trikot abstauben. Wenn du mich fragst, was ist die Bilanz? Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagten, okay, 21 Dinge, aber es hat richtig Spaß gemacht. Es war ein unglaubliches Erlebnis für die Spieler und für das Drumherum, glaube ich auch. Genau so war es gedacht. Ich habe jetzt immer noch mal wieder, wenn ich dann so dran denke, hier die Kulisse aufnehmen, Gänsehaut. Super Spiel, hat Spaß gemacht, hier zu sein. Das ganze Event war ein tolles Ding. Also trotzdem 21:0, ein tolles Erlebnis für jeden Beteiligten hier. Wenn ihr auch mal die Chance auf ein Testspiel gegen unsere 05er haben wollt, dann werdet auch Clubpartner. Den Anmeldelink, den haben wir euch in die Infobox gepackt. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like dazulassen.